Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal habe ich kein Backvideo für euch, sondern einen Tipp. Und zwar hatte ich hier Fensterfolie dran gehabt, wie ihr es sehen könnt. Und ich habe die gestern entfernt, aber da ist so Restklebe übrig geblieben und das backst auch an den Händen und klebt auch an den Händen. Das kann man eigentlich ganz gut erkennen, dass da noch was ist, so eine Schicht. Und ich habe das gestern versucht abzumachen. Ich habe wirklich vieles versucht, womit ich das entfernen kann. Ich habe Alkohol genommen, ich habe Öl genommen, ganz viele Sachen habe ich auch verwendet, aber nichts hat geholfen. Ihr seht auch, man kann durch die Scheibe gar nicht klar sehen, weil diese ganze Folie, die sitzt richtig fest. Ich habe ja erstmal die Folie mit so einem Föhn erstmal erhitzt, damit man sie überhaupt leichter abziehen kann. Aber hier seht ihr, da ganze Klebe ist noch dran. Es klebt hier noch an meinen Händen richtig dran. Und ich war schon richtig verzweifelt gestern, wie ich das da abbekommen soll. Ich glaube, viele haben auch Fensterfolie an ihren Scheiben dran. Aber nun habe ich die Lösung für euch, wie ihr das mühelos, ohne Scheuern, abbekommen könnt. Das ist das Wundermittel einmal. Ich habe jetzt hier Benzin. Und ich habe hier so ein kleines Tuch, habe ich mir zurechtgeschnitten. Jetzt tauche ich mein Tuch hier rein. Und ich zeige es einmal vor laufender Kamera, wie ich das mache. So. Seht ihr das, wie das jetzt alles klar wird? Das wird richtig klar. Seht ihr das jetzt einmal drumrum? Jetzt könnt ihr raussehen, seht ihr? Aber da ist noch die Folie dran, zum Teil. Und dann könnt ihr einfach euer Tuch einfach ins Benzin reintauchen. Natürlich müsst ihr auch im Zimmer lüften, damit auch frische Luft reinkommt. Ich habe die anderen Fenster schon aufgehabt hier. Und dann könnt ihr es mühelos entfernen. Ich zeige euch gleich mal, wie das nachher hier im fertigen Zustand ist. Ich bin jetzt einmal fertig. Ihr könnt jetzt auch sehen, ich kann durchsehen, aber ich muss das Fenster erstmal säubern und dann werde ich jetzt nochmal schauen, ob es noch irgendwie Restklebe, Rückstände noch da dran sind. Das werde ich nachher nach dem Wischen einmal beurteilen. Und was ich euch noch empfehlen kann, ich gehe jetzt nochmal zum zweiten Mal rüber. Ich habe das Fenster jetzt einmal gesäubert. Wechselt die Tücher öfters, weil dieses Klebe, das ist dieser Klebeteil oder dieses Klebe, dieser Klebe, der festigt sich richtig an den Tüchern. Also wechselt eure Tücher unbedingt mehrmals. Und das Wichtigste ist auch noch, dass ihr Eimerhandschuhe benutzt. Wirklich Eimerhandschuhe, weil ich hatte keine zu Hause gehabt. Und geht nochmal rüber halt. Wenn ihr seht, zum Beispiel nach dem Putzen ist noch was übrig geblieben, dann geht ihr nochmal einfach rüber und säubert das noch einmal. Seht, die Klebe konnte ich jetzt vollständig entfernen. Ich bin auch sehr begeistert davon. Und was wichtig ist einfach für euch, bitte zieht einmal Handschuhe an. Ich habe keine angezogen gehabt. Das ist zu meinem Nachteil. Also macht es auf jeden Fall mit einmal Handschuhen. Und das Wichtigste ist, wenn ihr es säubert, dann empfehle ich euch unbedingt, die Tücher öfters zu wechseln, weil dieser Klebe, der ist so stark, der haftet an eurem Tuch und macht es auch klebrig. Von daher ganz wichtig, öfters eure Tücher wechseln, so habt ihr ein richtig sauberes Ergebnis hinterher. Letztes Mal bin ich nochmal mit dem Benzin rübergegangen und ich werde es jetzt nicht mehr irgendwie trocknen oder irgendwas anderes machen. Ich werde einfach abwarten, bis es getrocknet ist. Das Benzin verfliegt ja nachher. Einfach nur lüften, das Lüften ist sehr wichtig. Und ihr seht, es strahlt und ja, es ist nichts von den Kleberückständen übrig geblieben. Also ihr habt wirklich einen Vorteil, wenn ihr mit Benzin an die Sache rangeht. Mit diesem Video komme ich jetzt auch zum Schluss. Das war jetzt ein anderes Video für euch, aber ich hoffe, es ist hilfreich einfach. Weil wie gesagt, ich hatte gestern richtig Stress gehabt, weil ich diese Folie nicht abbekommen habe. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch dem gerne einen Daumen nach oben. Abonniert doch kostenlos unseren Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.